Wir sind zurück. Autsch. Oh cool, ich habe meine Aufnahmetaste gedrückt. Wir sind zurück, ja, bei einer weiteren Folge Watch Dogs 2 hier in San Francisco. Und wir werden jetzt erstmal ganz kurz darüber reden, wie wir das Ganze hier eigentlich machen werden. Wann wir wie, wo, was eine Folge bringen. Also ich werde das auf jeden Fall nicht täglich raushauen, denn ich kann nicht allzu viel aufnehmen, weil halt auch selbst noch so privat, was heißt privat eigentlich, selbst so noch berufstätig, ja. Warum können wir LB drücken, wenn wir das Fahrzeug angucken da hinten? Oder ist es wegen der Kamera? Da ist jemand, den wir hacken können. Ach, das ist ein Missionsding oder was? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Gibt's so. Egal. Wir waren auf jeden Fall. Geld überwiesen 59. Okay, wir müssen anscheinend nicht mehr selbst zum Bankkonto. Ich check mal, so jeden zweiten Tag wird eine Folge rauskommen. Mal gucken, wie ich lustig bin. Je nachdem. Ja, was heißt je nachdem, wie ich lustig bin? Safe. Also, wir werden alle zwei Tage eine Folge rausbringen. Wir können auch alle zwei Wochen machen. Was ist denn das da oben? Naja, egal. Wir drücken jetzt erstmal hier. Gehen auf. Erstmal ein Selfie machen. Moment. So. Sogar Filter. Oh, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte ein Selfie machen. Kann man das dann auf Fuckbook oder so laden? Scout Golden Gate Bridge. So. Fokus. So. Und wir werden ein Foto machen. Guck mal, wir haben sogar Follower gekriegt dafür, oder was? Easy. Okay. Ja, ja, ich werde ja jetzt schon. Nein, ich werde ja jetzt schon meine Apps. Echt jetzt? Achso, ja, diesen Emote habe ich rausgefunden, weil wenn ich bei der Aufnahme starte und beende, irgendwie die Tasten auf der Tastatur fürs Tastaturspielen sind anscheinend irgendwie für irgendwelche Emotes. Ja. Ja. Okay, wir können hier Autoabruf für 5 Dollar installieren. Das werden wir auf jeden Fall installieren. Neue Inhalte sind verfügbar. Das werden wir. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. So, Noodle Maps, ja, was mich sehr an Google Maps erinnert. Wir werden den Media Player installieren für Musik, den Song Sneak, damit wir rausfinden, welches Lied was ist. Director's Cut kaufen. Aha. Was gibt's denn eigentlich hier im Ubisoft Club? Verdiene über deinen Ubisoft Club Units und löse Belohnungen ein. Aha. Spiele Ubisoft Spiele, um Club XP zu verdienen. Sammle Abzeichen, indem du das Spiel abschließt. Aha, 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 aha. Ubisoft Club Herausforderung. Nee. So, wir haben hier Media Player 58 neue verfügbare Songs. Alle Songs. Müssen wir das jetzt alles durchgehen? Damit das Plus weggeht. Also ich habe so das Gefühl, Alter, das ist ziemlich komplex, finde ich. Autoabruf, 19 neue Inhalte oder was?
Kostet das was? Ne, wir machen das mal. Ja, neue Inhalte sind immer noch 18 plus. Muss ich mir jetzt extra alle angucken, damit man das sieht, oder was, dass diese neuen Inhalte verfügbar weg sind? Sneak Galerie. Also das stört mich ja jetzt, wenn ich mal das Smartphone aufmache. Suche Kleiderläden und Kleider. Ja, okay. So, Song Sneak. Neuer Song in der Nähe. Ich höre den Song nicht. Warum? Moment. Ich will auf jeden Fall. Sorry Leute dafür, aber ich möchte gerne auf jeden Fall. Machen das hier mal ein bisschen lauter. Automatische Musik hier in Fahrzeugmusik ein. So. Okay, dann werden wir jetzt mal Media Player. Moment. Oh, reicht das nicht, wenn man das hier aufmacht? Moment, Moment. Ah, fuck, 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 fuck. Ich bin hier gerade klein wenig überfordert, aber egal. Einstellung. Wir machen die Musik jetzt mal lauter. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Ah, schon hören wir Musik. So, jetzt machen wir mal den Media Player an. Da ich natürlich der Fan davon bin. Geil, wir können die ganze Zeit Musik hören. Also safe, geh mal geschützte Musik. Guck mal, da steht mein Auto, oder was? Okay, können wir das wieder auch stoppen? Ja, das finde ich cool. Was ich halt auch cool finde, ist, dass wir es zur Playlist hinzufügen können und dass wir es auch liken können. Und dass es hier auch Radios gibt. Nice. Das ist wirklich nice. Aber diese neuen Inhalte, das nervt mich. Sowas nervt mich jedes Mal immer wieder. Ich hab's gefunden. Das nervt mich halt immer bei Spielen, wenn ich was habe und er mir dann anzeigt. Es wäre cool, wenn man auch die Fahreneinheit in Grad sehen würde. Aber okay, gut. Wir werden jetzt erstmal Noodle Maps aufrufen und uns einen Klamottenladen suchen. Hier, nein. Nein, ach da. Und wir werden eine Schnellreise machen. Ja, ich habe da jetzt echt wirklich nicht wirklich Lust hinzufahren. Wir reisen einfach schnell hin. Das finde ich cool, dass man das machen kann. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen wenig gesehen. Seit ich einen Obdachlosen am Strand habe kacken sehen, gehe ich nicht mehr hin. Nee, will ich die Leute kacken auch echt überall hin, oder? Wahrscheinlich stehst du gerade, Kacke. Ekelhaft. Nein, ernsthaft. Oh, Mann. Moment. Okay. Nein, ich hab's kapiert, Was hab ich denn jetzt mit ihr gemacht? Spotnet-Aufnahme. Kann es sein, dass ich den ins Spotnet tue, dass wir den hacken können? Naja, wir reden mit dem Pümer. Hey, die Umkleide ist hinten. Okay, danke. Wow. Was zur Hölle? Einkaufen. Jawohl, wir haben. Ups, jetzt bin ich hier im Overlay. Wir können per PayPal irgendeine Scheiße kaufen. Ne, will ich nicht. Detektiv. Da können wir. Privatdetektiv-Pack. Gratis. Gibt es hier noch mehr gratis? Also, das ist ja natürlich wieder. Naja, das ist Mikrotransaktionen sind normal. Das ist schon leicht pay to win. Aber was gratis ist, hole ich mir natürlich gerne. Kostenlos. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Overlay seht, aber glaube nicht.
Dein Produkt wird bald in deinem Spiel verfügbar sein. Viel Spaß. Ja, genau. Vielen Dank für dieses kostenlose Ding. Garderobe. Guck mal, hier haben wir doch lauter neue Inhalte. Oberteile. Wow, sehr viele Brillen. Wow, sehr viele Hüte. Wow. Okay, damit dieses Plus-Sack ist, Leute. Ihr kennt ja meine... Fuck off, meine kleine Macke. Im Shop gibt es ein bisschen was. Okay, die Texturen sind jetzt nicht gerade so geil, weil ich wieder mal auf Flow spiele, aber egal. Ja, $380 kann man sich mal gönnen. Für eine Hose, eine Tasche. Bei 40 Grad werde ich mir sicherlich keine Lederjacke oder so anziehen. Ja, das ist ganz cool. Okay, so. Taschen. So. Gute. Nee, brauchen wir nicht. Wir rennen ohne unterem Schuhe. Oh, oh, sexy Motherfucker. Was haben wir für Standardschuhe? Ne, die passen natürlich gar keinen Fall zu dem Outfit. Die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. Oh, wow. So, nochmal zu Premium gehen. Season Pass, das ultimative Pack. Kostet das wieder Geld? Dein Produkt wird bald. Für 20 Euro kann man das natürlich kaufen. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Moment, ich will nochmal einkaufen. Ich hab nämlich... Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. Bei Deadsec war das, glaube ich. Hab ich eine geile Tasche gesehen. Nee. Wo war das denn? Gesperrt? Gesperrt? Ach Mann, diese scheiß Zurücktaste. Die finde ich geil, die Privatdetektiventasche. Na komm, scheiß drauf, wir ziehen diese Lederjacke an. Nee. Was hat der für Schuhe? Oh, die sind noch schöner. So, wir sollen zu diesem komischen 4000 Meter Ding. Also entweder wir fahren. Eine neue Lackierung. Können wir... Ich will mal zu diesem Bike Shop. Können wir da rein? Ach so, das ist der Shop. Okay. Noodle Maps. Ja, so gut wie Google Maps. Schnellreise nicht verfügbar. Oh, das ist mich jetzt aber unfair. Okay, das ist mir schon klar, wie mein Moped fährt. Ernsthaft?
Wow! Hey! Jawohl! Ich wollte eigentlich nur gucken, wie man die Sicht ändern kann. Natürlich fahre ich wieder ein bisschen rum. Wir suchen, aber es ist nicht einfach. Ich brauche einen Typen. Leben in der Großstadt, doch auch, wenn du nicht fahren kannst. Lass uns bleiben. Können wir während der Fahrt? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Aha. Aha. Wie kommt man nochmal zum Handy? Achso. Ja, dauert halt ein bisschen alles länger. Wir gehen auf alle Songs. Laut, ne? Aber egal. Moment. Das machen wir anders. Ja. Sorry, Leute, für diese. Aber. Zumindest ist für mich ein bisschen Musik dabei, für euch auch. Ich habe, glaube ich, neue Nebenmissionen, neue Nebenhobbys. Während der Fahrt hacken. Ich weiß jetzt schon safe. Das wird wahrscheinlich das Spiel zum Abschluss bringen oder so. Weil ich hier echt die ganze Zeit. Oh. Also man kann. Das ist wenigstens ziemlich viel hacken, das weiß ich. Man kann diesmal Autos hacken, die fernsteuern. Man kann diesem LKW zum Beispiel eine Rampe geben, so wie hier. Und dann kann man hier drüber eiern. Yippie! Ist ja irre! Aber die Kurvenlage ist jetzt hier nicht gerade die beste. Können wir mal ganz kurz das Handy-Player öffnen? Und mal. Gibt's hier ein elektronisches Radio? Nee.
Doch, hier, der Zack. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Easy. Lass mich doch da rein, du Ficken. War mal Weltherrscher. Deine Mutter war mal Weltherrscher, Alter. Komm schauen. Wir waren mal danach, Digga. Scout X in der Nähe. Scout X. Aha. Diese Gasse zwischen Mission und Valencia wurde durch das Okay, man kann wahrscheinlich so komische Mission machen. Oh, true. Dauert nur minimal lang, bis die Tür aufgeht. Die Profit ist ziemlich nice. Aktion beendet. Zu Hause. Yo. Endlich! Also, ich habe mit Josh geredet und Bloom eins auszuwischen stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll darzustellen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit. Ich finde diese Augen geil. Also diese Brille. Wir schaffen ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Deine Zukunft, Freund. Fick dich. Und fick deine Mutter. Ein Kommfehler. Okay. Was ist bei ihr? Von Scheiß Orleans, Joanna. Ich sehe dich auch. Ein schüchterner Schöngeist. Okay, was ist mit ihm? Ich hab keine Zeit für deinen Schei. Okay. Cool Drone, OMG. Also das mit der Musik finde ich cool. Ich hoffe echt mal, dass wir nicht so viele Strikes bzw. Probleme mit Gamer kriegen. Tada! Unsere eigene Open Source Forschungs-App. Also pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten, macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl. Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Wähle die Forschungs-App aus und drücke. Okay. Ja, mach ich auch. Aha. Drücke, um dein Handy zu öffnen. Wähle die Forschungs-App aus. Boah, Junge. Ach, da. Ah, wir haben hier wieder einen Talentbaum. Okay, wir drehen zufällig im Kreis und da, wo es stehen bleibt, das skillen wir. Treffsicherheit. Nein. Botnetz. Verbessere deine Hacking-Leistung. Natürlich werden wir unsere Hacking-Leistung verbessern, denn das ist natürlich das Wichtigste, ja.
Bereit zum Erforschen. Erhöht die Verfügbarkeit der Botnet-Ressourcen um 4. Liebend gerne. Ich mag dieses Interface. Also ich finde das echt geil gemacht. So richtig oldschool-mäßig. Finde ich schon schick. So, jetzt haben wir noch 0 Punkte. Erhöht es jedes Mal die Botnet? Okay, wir brauchen mehr DeadSec-Follower. Okay. Können wir hier noch irgendwas kaufen oder so? Nee. Okay, alles klar. So, rede mit Wrench. Ja, wir reden mit ihm. Mit dem rede ich gerne. Ein 3D-Drucker? Das ist der Army der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du es drauf hast. Voila, Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Red dir das ruhig ein. Leute. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Entschuldigung, dass ich so lache, aber dieses Einhorn, das, da gibt es echt eine Geschichte zu, aber egal, die ist insidermäßig geil. Okay, wir können uns hier... Den können wir umsonst kaufen oder bauen. Ja, dann machen wir das, ne? Eine mobile Drohne, Digga. So schnell. Also, das war sogar die Aufgabe. Ach so, und den stecken wir einfach in die Hosentasche. Ja, genau. So, Drucker, eine Waffe. Komm, es gibt noch einen Quadrocopter für 67.000 Waffenplatz. Boah, hier gibt aber ganz schön geilen Scheiß. Für ganz schön viel Geld. Also diesmal müssen wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, eventuell nicht in irgendeinen Waffenshop gehen und das kaufen. Sondern wir können echt... Ne, scheiß auf eine Lackierung. Denn ich will mein Geld sparen. Jawohl, wir haben endlich tödliche Munition bzw. tödliche Waffe. Easy peasy. Vielleicht funktioniert ja jetzt diese Zielhilfe ein wenig besser. Nutze das Ausrüstungsrad um... Ja, Tutorial, alles klar. So, und wir können jetzt hier zwischen Taser und die Scheiße wählen. Rede mit Variato. Also mir gefällt die Musik. Mir gefällt die Musik sehr. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte DeadSec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick DeadSec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Online-Aktivitäten, führe Koop-Operationen aus. Oh, Koop hört sich sehr gut an. Problem ist, ich glaube kaum, dass sich Tom oder sonst irgendwer das Spiel kaufen wird. Stiehle Daten von rivalisierenden Hacker, macht gemeinsam mit den Cops Jagd auf Rivalen, hilf DeadSec-Verbündete in der Nähe. Du kannst deine Online-Privatsphäre-Einstellung in der Spieloption-App ändern, wähle Einstellungen und dann Online-Privats- Online-Präferenzen aus.
Genau, das habe ich ja gemacht, weil auf sowas habe ich keinen Bock. Privat eventuell schon eher, aber Moment, ich will was testen. Geil. Geil. Jetzt reden wir mal mit abgefahren. Der Tussi. Was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch. Ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Hauptoperation, Hauptoperation. Spaziergang im Park. Mission verfolgen. Erreiche Mission Dolores Park. Noodle Maps. Da ist also dieser neue Kerl. Er nennt sich Retro. Sein Stil gefällt mir. Da ist also dieser neue Kerl. Aha. Was ist hiermit? Ja, man muss drehen. Läuft. Okay. Rich, Mann. Was soll man? Okay, ich will diese Loks schon. Also, ich finde diese Musik echt. Kannst du mal wieder sein? Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankheiten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Taschen gibt's keine, Masken haben wir nur eine. So was habe ich gerade gekauft, habe ich nice. Hüte. Okay, ich verstehe. Da gibt es Dinge, die man mitnehmen kann. Ist das eine Billardkugel da hinten dran? Ihr merkt schon wieder, ich spiele ziemlich viel rum. Natürlich mit Filter. Okay, naja, egal, wir gehen jetzt erstmal raus.
Also wir müssen, um rauszukommen, einen PIN eingeben. Boah, das ist ja Bullshit. Rein okay, aber... Steht da... Ja, Das steht da. Aber ich finde das mit der Mucke nice. Schalte dein NetHack überall um, um Belohnung, Operationen zu testen. Ja, ich weiß. Ich hab da vorhin schon. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Ich verstehe. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung ich glaub, und damit ich muss größere und krassere Orbs. Den ich leider noch nicht steuern kann, das da wegmachen, damit wir da drunter kommen. I understand. Hi, Chica. Wer glaubt denn noch an diesen New Dawn Bullshit? Das ist offensichtlich eine als New Age Kirche verkleidete Gelddruckmaschine. Alter, typisch Frauen, wenn die telefonieren, ist mega laut. Ups, sorry. Nicht jetzt. Was passiert denn mit der eigentlich mit dem Handy? Ist meine Zeit nicht wert. Vergiss es. Das ist doch Bullshit. Was? Wer hat das geschickt? Einfach. Jetzt geh und seid mehr nicht. Oh, hallo, Biatch. Oh, fuck, wow! Ich weiß noch nicht, wozu diese Botnet-Aufladungen sein sollen. Que chingados es esto? Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Okay. Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht. Als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Neue Operation verfügbar. Ein hoher Preis. Ja. Neben Operation. Genau. Ja. Genau. Was es damit auf sich hat,
meine Damen und Herren. Ja. Werden wir in einer weiteren Folge Watch Dogs 2 erfahren und